Willkommen bei Anderswohin. Mein Name ist Uli. In der Videoreihe Zeitreise geht es heute zurück in das Jahr 1995. Wir besuchen einen Miniaturpark in den Niederlanden, den es heute so nicht mehr gibt. Es geht um den Miniaturpark Miniatur Walcheren, heute bekannt unter dem Namen Minimundi, in Middelburg auf der Halbinsel Walcheren. Walcheren ist eine Halbinsel in der niederländischen Provinz Zeeland an der Nordseeküste. Besonders beliebt ist sie bei Touristen aus dem Ruhrgebiet, dem Köln-Düsseldorf-Aachener Raum. Bekannte Touristenorte sind Vlissingen, Domburg und mittendrin liegt Middelburg. Außerhalb vom Stadtzentrum von Middelburg liegt seit 2009 der Freizeitpark Minimundi. Dort bildet ein Miniaturpark einen Teil des Parks. Größtenteils besteht Minimundi aus Karussells, Mini-Eisenbahn, Schiffschaukel, Achterbahn, Indoor-Spielplatz und verschiedenen Spielgeräten. Minimundi hatte einen Vorläufer, Miniatur Walcheren. Der befand sich nicht dort, wo heute Minimundi ist, sondern im Stadtzentrum von Middelburg, und zwar im heutigen Stadtpark Molenwartha. Als Minimundi 2009 gebaut wurde, hatte man Miniatur Walcheren zum größten Teil dorthin verlagert. Das ursprüngliche Gelände wurde zu einem Stadtpark umgestaltet. Noch heute findet man die Fundamente von Miniatur Walcheren in diesem Stadtpark. Wir schauen uns jetzt Miniatur Walcheren im Jahre 1995, also genau vor 25 Jahren, einmal an. Das hier ist der Eingangsbereich mit der Kasse. Miniatur Walcheren bestand aus 350 Gebäuden, alle im Maßstab 1:20. Der Park zeigte die Halbinsel Walcheren, Städte, Dörfer, Hafen, Eisenbahn. In den Anfangsjahren, da waren die ganzen Gebäude aus Holz gefertigt. Die wurden dann nach und nach durch Kunststoffmodelle ersetzt. Und die Anlage wurde auch ständig erweitert. Das ist, wie gesagt, der Zustand vor 25 Jahren. Man hat ja an den Gebäuden sehr detailgenau gearbeitet. Und damals schon haben mich die ganzen Figuren begeistert, die hier auf der ganzen Anlage zu finden sind. Die hauchen dem Ganzen so richtig Leben ein. Ja, damals wurde die ganze Anlage hier aus den Lautsprechern ziemlich laut mit niederländischen Schlagern und mit Technomusik beschallt. Fand ich nicht so gelungen. So, jetzt mal ein paar Bilder aus dem Jahr 1954, dem Jahr der Eröffnung. Bei den ganzen Ehrengästen bei der Eröffnung, da war übrigens auch die Königin Juliana mit dabei. Eigentlich war die Anlage dazu gedacht, Besuchern, also Touristen von Middelburg, den fertiggestellten Wiederaufbau der Halbinsel Walcheren nach dem Zweiten Weltkrieg zu zeigen. Das Ganze war auch nur für eine kurze Zeit und nicht als Dauerausstellung, als Park gedacht. Aber in den ersten Monaten, da kamen schon so viele Besucher hierher, das Ganze zog hier Touristen an, das war ein Touristenmagnet, so dass man sich entschloss, das Ganze als Dauerausstellung stehen zu lassen. Der Miniaturenpark Miniatur Walcheren war geboren. Ja, ein Campingplatz, das gehört auf jeden Fall zu den Niederlanden und insbesondere auf Walcheren findet man einige davon. So, wir schauen uns jetzt in Miniatur Walcheren im Jahr 1995 etwas um. Die Szene mit der Feuerwehr, die hier ein brennendes Haus löscht, fand ich übrigens damals schon hervorragend. Da ist so ein Beispiel, was ich mit Detailverliebtheit meine. Schaut euch mal die Kirche an, das Grab davor und die alte Frau, die da gerade Blumen niederlegt. Oder hier dieser Pferdewettkampf, das ist das sogenannte Ringstechen in Vlissingen, wird das durchgeführt. Ist so ein bisschen nachmittelalterliches Turnier.
von den Szenen her, da sind wir jetzt in Vlissingen. Das ist Et Arsenal mit dem hohen Turm, dem Aussichtsturm. Rathaus, Wasserturm und die Lotsenschule am Boulevard. Alles Vlissingen. Boulevard, die Kirche und das De Ruyter-Denkmal. Wer kennt es nicht? Diese kleine Kirmes hier mit Fahrgeschäften, die gab es in einer kleinen Halle. Ja, und hier beginnt das riesige Hafengebiet, alles Hafenszenen. Der Bahnhof von Vlissingen und dazu fuhr hier natürlich auch eine Modelleisenbahn. Und dann gab es hier noch die kleine Eisenbahn, diesen Minizug, der fuhr rund um Walcheren. Thank you.
sagen, als Highlight ging es am Ende der Zugfahrt in einen Tunnel rein, da waren Märchenszenen drin. Ich meine zu erkennen Schneewittchen und die sieben Zwerge, Rotkäppchen und Peter Pan. Das ist dann das Ende dieser Zeitreise im Video von 1995. Das war Miniatur Walcheren. Ein sehr schöner Miniaturpark, wie ich damals schon gefunden habe. In diesem Sinn, tschüss.